Damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Also ich bin Florian und neben mir sitzt der Julius. Heute Hi. Machen wir mal eine Folge zusammen. Und ja, wir wollen euch heute einmal den neuen Clankrieg zeigen. Der beginnt ja jetzt schon in 3,5 Stunden. Und jetzt wollten wir noch einmal vorweg einen Angriff machen mit GoWiiWii. Unser Clan ist jetzt auch Level 5 gekommen. Den letzten Clankrieg haben wir leider verloren. Und jetzt zeigen wir mal hier unsere Angriffsstrategie. 6 Mobrecher, 15 Magier Level 5. 6 Bogies, um nachher auf 50% zu kommen, wenn wir es noch nicht geschafft haben. 4 Hexen auf Max Level. 3 Golems, leider noch Level 1. Und 2 Lakaien Level 5. So, und dann wollen wir jetzt auch mal einen suchen. In Klarenburg haben wir 2 Hawks, 1 Bogie Level 7, 9 Bogies Level 6 und 5 Barbaren Level 7. So, dann wollen wir doch mal loslegen. So, wir suchen einmal jetzt eben einen Gegner. Machen jetzt auch mal daneben einen Cut. Und dann bis gleich, würde ich mal sagen. So, wir haben jetzt hier einen schönen Gegner gefunden. Der hat auf jeden Fall sehr viel Dunkles. Soll von oben kommen? Ja, würde ich sagen, oder? Ich glaube, der hat nichts in der Klaue. Das Rathaus müssen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. So. Zack, zack, zack. Jetzt. Warten, bis der Ding. 2, 2, 2. Ja, müsste der. Oh, der Mauer. Der so, Mauer jetzt schnell die Magier hinterher. Weit. Magier hinterher am besten. Schön verteilt, ja. Auf jeden Fall immer so, wichtig, jetzt schön ein Wut hier auf diese schönen 2 Golems. Es ist auf jeden Fall immer wichtig, dass man die Magier jetzt verteilt. Jetzt kommen die 4 Hexen. Die Clanburg und der King. So, dann wollen wir doch jetzt hier nochmal Wut schön draufhauen. Ja, sehr der schön. Der war sehr gut. Da jetzt kommen die Hawks. Rein. Jetzt müsste man eigentlich in die Mitte kommen. Ah, jetzt kommt ein kleine Riesenbombe, das wäre ja klar. Sollten wir hier gleich. Ja, wir setzen da mal einen Heil drauf. Der Barbaren-King wird ziemlich krass. So, da ist die Queen von dem, von unserem Gegner. Und die macht ganz schön Damage. So, dann wollen wir doch hier nochmal die 2 Lakaien hinsetzen. Hier unten schießt die Kanone. Nein, die schießt nicht. Kommt da unten schön die Bogenschützen hin. Ja, unsere Truppen sind jetzt eigentlich auch fast schon alle down. Das Schwarze könnten wir kriegen. Nee, glaube ich eher nicht. Der eine einzige Hexe ist noch da. Eine einzige. Das, also wir kriegen das Dunkle, hey, aber hier, die Hexe ist jetzt leider down. Aber etwas. Ja, der hätte ich auch gerne mit Bartschang gegriffen, aber naja, ja. Ist okay. Naja. Ich würde mal sagen, jetzt holt der Lakai uns hier noch das Goldlager, aber da wird eh nichts drin. Doch, da ist sogar noch was drin. Wollen wir den Lakai jetzt noch auslaufen lassen? Ach komm, die 4000 Gold, die da vielleicht drin ist, brauchen wir nicht. Ja, ganz okay, ne? Ja. Ja, also, wir wollten jetzt noch einmal einen aus unserem Clan zeigen. Der wollte auch noch gezeigt werden, der Menu Girl 2210. Also, oh, er hat eine sehr nice Base. Seine Queen ist auf Level 10, sein Barbaren King schon auf Level 14, geht gerade auf Level 15. Er hat wohl auch schon für einen Clankrieg ausgebildet. Naja, im letzten Clankrieg hat er sehr verkackt mit diesen Truppen. Oh, mal gucken, wie es in diesem läuft. Seine Mauern macht er wahrscheinlich gerade hoch. Nur was mir nicht gefällt, der Minenwerfer ist da irgendwie. Ja, der Minenwerfer ist hier sehr außen. Das, also kann man noch irgendwie einbauen. Am besten ist, wenn man die Minenwerfer halt in ein Viereck verteilt, damit die alles schön schützen. Ja, hier unten der Luftfeger, der kann auch wohl noch weiter nach innen, aber sonst ist es eine sehr neue Base, würde ich mal sagen.
So, und das war's jetzt auch schon von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn, dann smasht mal den Like-Button. Noch so nebenbei. Der Magierturm wird nachher fertig. Die Queen geht gerade auf 6. Und 2 Tesla. Meine Base jetzt auch noch ganz kurz einmal, was ich gerade verbessere. Also ich bin halt gerade wieder in Clan erst reingejoint, deswegen habe ich auch 0 gespendete Truppen. Hier meine Lager sind prasselvoll, also komplett voll. Meine Minen füllen sich auch, können wohl noch ein Level höher. Ich habe hier auch schon für den Clankrieg ausgebildet. Und mein Tesla ist fertig geworden und ich upgrade halt gerade auch alle. Der hier ist bald fertig. Und ja, wenn die Folge euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ja, das war's. Ich bin raus. Und ciao.